Herzlich willkommen bei der FDP-Fraktion. Das Wort hat unser Vorsitzender, Herr Pühler. Ja, wir haben unsere Fraktionssitzung heute. Es sind ja wichtige Entscheidungen dieser nächste Woche, die anstehen. Für uns sind wichtig, den Dialog innerhalb der Koalition weiter nach vorn zu führen, damit wir unser Ziel, auch die Zukunftsgestaltung des Landes, entsprechend voranbringen können. Deutschland nimmt eine sehr, sehr ungewöhnlich gute wirtschaftliche Entwicklung ein, die dynamischste aller westlichen Industriestaaten. Das gilt es weiter zu sichern. Ein Element dabei wird auch sein, dass wir die Menschen am Aufschwung beteiligen, mit dem kleinen und mittleren Einkommen. Und deshalb werden wir mit dem Koalitionspartner die schon vereinbarten steuerliche Entlastung konstruktiv und offen weiter miteinander diskutieren. Wir sind auf einem guten Weg und das Einvernehmen der Koalition nimmt deutlich zu. Es muss nach außen noch stärker demonstriert werden. Als Beispiel sehen Sie, dass ich heute Abend auch Gast der CDU-CSU-Fraktion am Sommerfest bin, zeigt, wie wir eng zusammenarbeiten. Das ist jetzt nicht aktuell. Wir wollen das machen, was wir ja miteinander vereinbart haben. Darauf konzentrieren wir uns. Das Thema ist die kalte Progression, Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Und da ist die Arbeitskraft voll aufgerichtet. Das ist jetzt kein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Wir wollen jetzt das umsetzen, was jetzt ansteht, die Menschen am Aufschwung zu beteiligen. Und der Wachstumspfad draußen der Weltwirtschaft gibt es manche Risiken, etwa die Entwicklung der amerikanischen Volkswirtschaft, was sich im Nahen Osten tut, aber auch in Europa. Wenn ich Griechenland denke, haben wir manche noch zu klärende Fragen. Deshalb tun wir gut daran, auch von der Seite der Stärkung der Binnenkaufkraft den guten Wachstumspfad in Deutschland weiter abzusichern und zu kräftigen. Also erstens mal bin ich etwa seit 4 Wochen damit befasst. Insofern kann man über die Zeitachse mit mir schlecht diskutieren. Ich habe in den 4 Wochen zügig gearbeitet, vieles angepackt. Sie sehen ja auch, dass wir in etwa im Zeitplan es auf den Weg bringen. Und es geht darum, dass wir die Vorgaben des Verfassungsgerichts damit umsetzen und entsprechende Anpassungsprozesse vornehmen. Einzelheiten will ich erst darlegen, wenn wir in der Fraktion darüber geredet haben, was heute erstmalig im Detail über die neue Variante, die wir mit dem Koalitionspartner diskutiert haben, geschieht. Danach werde ich mich öffentlich äußern, aber zuvor nicht. Das ist guter Brauch im Umgang mit den Mitkämpferinnen und Mitkämpfern der FDP-Fraktion. Wissen Sie, da ist eine Vorgabe auch vom Abgeordnetengesetz, dass die Abgeordneten etwa in der Größenordnung eines Richters im Gerichtshof, Bundesgerichtshof oder eines Bürgermeisters der Gemeinde 60.000 bis 100.000 liegen. Und selbst wenn jetzt die Anpassung, sind sie davon noch deutlich entfernt. Ich halte das für nicht nur vertretbar, sondern auch angemessen. Abgeordnete müssen auch wegen ihrer Unabhängigkeit eine faire und anständige Bezahlung haben. Und den Weg haben wir ja gemeinsam mit Grünen, SPD, CDU, CSU und FDP beschritten.